Das wäre artgerechtes Leben und Handeln. Wir sind nicht nur Bürger der Gesellschaft, sondern wir sind auch Bürger eines göttlichen Universums. Wir haben, obwohl wir so Imperien aufgebaut haben, solche mächtigen Sozialsysteme, haben wir diesen Kern von Gemeinschaft, wo wirkliches Vertrauen entsteht, wo wir als uns selbst, als Organismus begreifen, verloren. Und das müssen wir wiederfinden. Sie sagen, der Mensch ist ein Holon, ein Abbild des Ganzen. Und wenn der Mensch wieder in der Lage ist, sein Herz wirklich zu öffnen und in Kommunikation zu kommen mit dem Erdkörper, dann hat er die Fähigkeit und die Möglichkeit, heilend zu wirken für das Ganze.